Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind hier jetzt gerade auf der Argonischen Maid. Hier ist die Sarah, unsere Beschäftigt dich Verlobte. was? Darf ich dich was Persönliches Was fragen, gibt's, Sarah? mein Gibt's was? Schatz? Hattest du frühere Beziehungen, über die du reden möchtest? Glaubst du, Sona kommt zurecht? Das war's fürs Erste. Komm, wir fragen erstmal das. Absolut. Sona ist mutig und hat bewiesen, dass sie mit allen Widrigkeiten des Lebens klarkommt. Keine Sorge, sie erhält die bestmögliche Ausbildung und Fürsorge, die die Constellation bereitstellen kann. Sona und ich haben eine interessante Verbindung. Wir haben beide auf dieser Welt überlebt, was unser Leben drastisch verändert hat. Vor allem aber sind wir beide durch diese Erfahrung deutlich stärker geworden. Okay. Ich bin nicht sicher, ob ich das fragen soll. Also, ich tu das mal. Es gab da mal jemanden, als ich noch bei der UC Navy war. Wir standen uns am Anfang sogar sehr, sehr nahe. Aber als ich aufgestiegen bin, war mir meine Karriere wichtiger als ihre Bedürfnisse. Ich habe sie wegdriften lassen. Als ich kapierte, was los ist, war es schon zu spät. Sie hat sich versetzen lassen und das war's. Egal. Ich hatte immer mal wieder etwas mit anderen Männern und Frauen, aber Beziehungen waren das meistens nicht. Oh, Wunder, ich konzentriere mich meistens auf die Arbeit und lasse meine persönlichen Gefühle zu kurz kommen. Damit vertreibe ich Menschen. Ja, mit Menschen vertreiben, da kenne ich auch noch jemanden, der, beziehungsweise die so ähnlich Pass ist. auf dich auf. Jo, gut, ich weiß aber auch nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Aber ich würde gerne dann mal. Was haben wir eigentlich für eine Quest gerade auf? Sprich mal mit Andrea. Warum müssen wir mit ihr jetzt sprechen? So, egal, wir setzen uns hier mal drauf und fliegen los. Auf zu den Sternen. Boah, der Mond da, der sieht geil aus. Also der Landung Mond, oder der. springen? Was sagst du? Wo ist denn dieser Mond, sage ich jetzt mal? Kann ich den von hier aus sehen? Ich glaube wohl eher nicht. Egal, dann los. Machen wir erstmal ein bisschen wieder Hauptstory, würde ich sagen. Wir müssten ja auch mit jedem anderen von der Constellation einmal gequatscht haben. Ich liebe das Gefühl nach einem Kurs perfekten Sturm. beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Okay, wir sind fertig. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Jo, alles klar. So. Oh, Berichte vom Systeth-Angriff auf den Schlüssel. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Gut, wir landen direkt. Dann müssen wir das auch einmal machen. Einmal der SNN davon berichten. Also, die freuen sich bestimmt, dass wir da noch mehr Infos haben. Boah, zu was können wir denen eigentlich alles berichten? Also, essen wir im Sagebrook oder snacken wir nur kurz was bei Terra Brew? Okay, das sieht sehr interessant aus. Hallo?
Ich steck hier fest. Ich steck hier fest. Kann ich nochmal laden, um hier war automatisch speichern. Jetzt muss ich wirklich nochmal laden. Das war jetzt ein bisschen doof. Da frage ich mich auch gerade, was war das denn jetzt eigentlich für ein Scan abgeschlossen. Für ein Fehler? Freigabe für New Atlantis erteilt. Viel Spaß bei deinem Besuch auf Jamison. Ja, ich würde gerne nochmal landen versuchen. Hier in New Atlantis. Und ich hoffe, ich bug da nicht wieder drunter. Das war jetzt echt doof. Ich hoffe, ich bug diesmal nicht runter. Aber typisch Bethesda Games, da passieren immer irgendwelche Bugs. Hey, können wir auf die Chunks diesmal verzichten? Mein Magen dankt. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das Schiff ist einfach zu groß. Das Schiff ist echt einfach zu groß, um hier zu landen. Viel zu groß. Aber von außen, ich finde das krass, wie das, das so ein bisschen zu sehen hier jetzt, wie das aussieht. Autsch. Dass ich mir erstmal den Fuß verstauche. Das ist anscheinend. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Ist das Vasco? Okay. Nee, das ist nicht Vasco. Kein Kopfgeld. Ja, kein Kopfgeld. Ich bin artig. Aktuell noch. Ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass der So, Master Strict, da wollen wir hin. Einmal zu SNN. Berichte ich da auf jeden Fall von unserer Hochzeit, also von der von uns mit Sarah. Wird eine große gemeinschaftliche Hochzeit. Ihr heiratet ja mit mir Sarah mit. So. Auch wenn's ja, ein bisschen komisch klingt, sagen wir mal so. So, wo war SNN? Ich glaube, da hinten war es schon, oder? Ja, da hinten ist es hier schon. Satellite Systems News Network.
Oder abgekürzt, wie ich das gerne abkürze, einfach eine SSN. Also ich sage einfach News. Nur ein Jahrzehnt nach der Gründung der Crimson Fleet. So, genau. Hier oben war das. Und da haben wir, wie hieß er nochmal hier? David Barron. Müssen ihrer wichtigsten Nachrichtenquelle vertrauen können. David Barron. Du hast eine neue Story für mich? Ja, klar. Meine Quelle ist zurück. Gibt es was zu berichten? Ja, ich war dabei, als die große Schlacht zwischen der Sys-Death und der Crimson Fleet tobte. Warum auch nicht? Entweder ziehst du Ärger magisch an, oder mit dir ist irgendwas anderes los. Die Sys-Death besiegte also schließlich wieder erwarten die Crimson Fleet. Und dann auch noch in ihrem eigenen Gebiet. Wie warst du involviert? Ich war undercover für die Sys-Death im Einsatz. Ich habe die Fleet von innen heraus zu Fall gebracht. Ich war Teil der Sys-Death Operation. Ich habe mit Commander Kipwer Ikande zusammengearbeitet. Sagen wir einfach, ich war beim großen Kampf dabei. Ne, ich habe schon da die meiste Arbeit gemacht. Und was kommt als Zugabe? Die Vigilance ging also in Konfrontation mit allem, was die Crimson Fleet zu bieten hatte. Und irgendwie wurde dann auf wundersame Weise der Schlüssel eingenommen. Ich habe das durch viele Quellen bestätigt. Noch irgendwas? Ja, ich war Teil des Teams, das den Schlüssel erobert hat. Die Sys-Death hat eine Schatzkammer erobert und das machte die Crimson Fleet extrem anfällig. Die Operation konnte nur durch den koordinierten Einsatz vieler Menschen gelingen. Also die Standard, schön Teil des Teams zu sein, Formulierung. Das kann ich im Schlaf tippen. Du findest es bestimmt gut, wie sich alles entwickelt hat. Commander Ikande wird als Held verehrt und die Sys-Death ist beliebt wie nie zuvor. Deine Gedanken dazu? Die Sys-Death konnte endlich vergangenes Unrecht wieder gut machen. Commander Ikande verdient diese Lorbeeren. Die Zusammenarbeit war mir eine Ehre. Ikande hat nicht allein triumphiert. Ich habe beim Sieg im Schlüssel eine wichtige Rolle gespielt. Ich habe nichts weiter zu sagen. Aber komm, wir kriechen den mal ein bisschen in den Arsch. Commander Ikande verdient diese Lorbeeren. Sowas hört man oft. Er wurde zuvor respektiert. Aber jetzt? Das wäre dann alles. Du führst wirklich ein außergewöhnliches Leben. Und als möglicherweise peinliche Anmerkung, Gott sei Dank, dass es dich gibt. Dafür gibt's nur 1200? Und nur 50 Erfahrungspunkte? Das war jetzt enttäuschend. Das fand ich jetzt wirklich enttäuschend, dass das diesmal nur so wenig gab. Gab es vorher auch immer nur so wenig? Ich weiß das nicht mehr. So, wo ist Sarah? Da hinten. Die rennt aber auch kilometerweit hinterher. Das sieht doch eigentlich auch so aus, als könnte man einen Baum da hochklettern. Irgendwann werde ich das Amt für interstellare Angelegenheiten leiten. Wer war das? Danke für alles, was du für mich und für den Baum getan hast. Every Tell? Ich würde New Atlantis sehr vermissen, wenn ich wegginge. Arbeitest du hier in der Nähe? Ja, ich arbeite beim MAST, im Amt für interstellare Angelegenheiten. Ich bin eine Art Vermittlerin zwischen den UC und dem Collective. Ich helfe bei der Lösung von Kommunikationsproblemen, zeige Gastdiplomaten die Stadt und so. Das klingt für dich bestimmt nicht sehr spannend, aber mir macht es wirklich Spaß. Ich wollte schon als Kind Diplomatin werden. Stammst du aus New Atlantis? Nein, ich bin aus Neon. Hab seit ein paar Monaten einen Job beim Amt für interstellare Angelegenheiten. Hoffentlich lebst du dich gut ein. Wie gefällt es dir hier? Was ist das Amt für interstellare Angelegenheiten? Das ist eine Abteilung des MAST. Wir kümmern uns um die Beziehungen zwischen den UC und dem Collective. Wir müssen unter anderem dafür sorgen, dass der Sperrvertrag eingehalten wird. Niemand will noch einen Krieg.
Und wie gefällt es dir hier? Ich liebe es. Ich finde, New Atlantis ist der schönste Ort in den ganzen besiedelten Systemen. Hier in der Stadt gibt es unheimlich viele Bäume. Hoffentlich lebst du dich gut ein. Danke. Bis bald mal vielleicht. Ich finde die Stimme irgendwie auch angenehm. Vor allem, das ist auch eine Synchronstimme. Die kenne ich noch gar nicht. Ist das eine neue Synchronsprecherin oder sowas, die hier in den Videospielmärkten und so oder Synchronsprechermärkten, sage ich jetzt mal, angefangen hat? Vor allem, es gibt ja so viele Synchronsprecher, die sind schon bekannt und so weiter. Die erkennt man sofort wieder so. Das ist zum Beispiel, da der Bodo hängt. Um sich zu erholen und auf die nächste Mission vorzubereiten. Jo. Das ist zum Beispiel der Bodo Henkel. Kennt man zum Beispiel aus Gothic hier, der Xaras gesprochen hat. So, der auch bei Anno sehr viel synchronisiert hatte. Hallo, wie läuft's? So, deswegen, es gibt halt einfach Synchronsprecher, die kennt man und die war mir jetzt persönlich neu, die eine hier. Ja, kann ich helfen? Hi, Andrea. Letztlich hast du die UC der Crimson Fleet vorgezogen. Glaubst du, das war die richtige Entscheidung? Ich konnte mich dazu durchringen, mich auf die Seite der Piraten zu schlagen. Wenn ich mich für eine Seite entscheiden muss, wähle ich die mit den größeren Waffen. Sistef hat mir keine große Wahl gelassen. Es gab durchaus Momente, in denen ich Zweifel hatte. Das hatte ich mich schon gefragt. Der Gedanke, den United Colonies zu helfen, missfällt mir sehr. Ist es dir schwergefallen, weil du Delgado und der Fleet so nahe gekommen bist? Kennt man jemanden erst einmal, ist es schwerer, gegen ihn vorzugehen. Er hat es verdient, im Gefängnis zu verrotten. Es bereitet mir nie Freude, jemanden zu verraten, der sich auf mich verlässt. Mich interessieren die allesamt einen Dreck, die UC ebenso wie die Piraten. Ja, eigentlich würde ich dem hier am meisten zustimmen, hier. Das sollte es auch nicht. Doch in diesem Fall war es die richtige Entscheidung. Schließlich waren sie Piraten. Es wäre jedoch töricht zu glauben, dass die Crimson Fleet nun Geschichte ist. Wir haben zwar die Führungsriege eliminiert, doch es gibt noch viele Piraten da draußen. Ab jetzt können die UC übernehmen, mir reicht es. Es wird immer Verzweifelte geben, die ihr Heil in der Piraterie suchen. Falls sie sich neu organisieren, werden wir sie erwarten. Du verstehst es echt gut, einem die Laune zu finden. Es wird immer Verzweifelte geben. Das ist wahr. Das Leben ist nicht plötzlich für alle leichter geworden, trotz unseres Siegs. Vorerst solltest du deinen hart erkämpften Sieg genießen. Du hast den besiedelten Systemen einen Gefallen getan. So, Missionsstatus haben wir jetzt wieder nix. Hier, Bindung Sarah. Begib dich nach Paradiso. Könnten sie jetzt schon heiraten? So, aber hier, Position der ESC Constant? ECS Constant. Wir haben hier auch so viele. Ne, wir hatten doch nicht mehr so viele Nebenquests. Hier also Aktivitäten. Ryujin müssen wir auch noch mal irgendwann fertig machen. So, okay, aber egal, dann würde ich erstmal das hier machen. Ich hatte jetzt auch gedacht gehabt, dass die. Komm, lass uns heiraten gehen. Machen wir jetzt endlich mal. Einfach mal. Reisen wir nach Paradiso. So. Kann ich von hier aus auch direkt schnell zum...
Ja, ich kann direkt so von hier aus schnell reisen. Nice. Brauche ich ja dann auch nicht so viel zu rennen. Ja, ich merke schon, das Schiff ist echt zu groß für diese Stadt. Wir können los. Anschnallen bitte. Oder ich müsste mal anfangen, das ein bisschen anders, nochmal anders zu planen. So, da will ich hin. Zur Mission. Geht's los? Ja, jetzt geht's los. Okay. Und da landen. Ich hoffe, ich bleibe nicht wieder stecken. Das wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich wieder stecken bleibe. Ja, aber erstmal wieder Ladebildschirm. Finde ich auch super. Ah, hallo und willkommen zurück, Mr. Taufik. Dies ist Ihr 8. Besuch in unserem Resort. Wir wissen Ihre Treue sehr zu schätzen. Kann ich Ihnen denn irgendwie behilflich sein? Ja, ich hätte da mal eine Frage. Normalerweise kann man beim Shuttle-Anflug immer die schöne Landschaft bestaunen. Aber diesmal sind wir eine andere Route geflogen. Viel länger und nur über offenes Wasser. Gab es ein Problem mit der normalen Flugroute? Es gibt Gerüchte über ein Schiff. Ich bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Der alternative Anflug war bedingt durch einen Meteoritenschauer auf der üblichen Route. Kein Grund zur Sorge. Als Entschädigung schreibe ich Ihrem Konto gerne einen Rabatt von 15% auf alles Barleistungen gut. Bitte entschuldigen Sie erneut. Ist schon okay, Viator. Ich weiß, dass du auf extrem guten Service programmiert bist. Mich hat nur der Grund interessiert. Aber danke für den Rabatt. Willkommen zurück, geschätzter Gast. Danke, dass Sie Paradiso erneut als Urlaubsziel gewählt haben. Ich wollte eigentlich mit ihm... Hey, ich habe gesehen, dass du kurz nach mir am Hafen angekommen bist. Ja, hi. Ich muss unbedingt mit einem anderen Gast über etwas reden. Die haben uns gesagt, dass es einen sehr aktiven Meteoritenschauer gab und wir deswegen bei der Landung eine andere Route genommen haben. Aber ich habe noch keine einzige Sternschnuppe gesehen. Komisch, oder? Das ist sicher kein Grund zur Sorge. Genieße einfach den Urlaub und denke nicht darüber nach. Bin mit meinem eigenen Schiff hergekommen, auf einer anderen Route. Es ist kein Meteoritenschauer, sondern ein Schiff und die Paradiso Group will das geheim halten. Lügen, ich weiß ehrlich nicht, wovon du sprichst. Auf einen anderen Route kommen. Aha, verstehe. Dann muss ich mich wohl weiter umhören. Der Anflug ist normalerweise wunderschön. Du musst unbedingt mal das Shuttle nehmen. Außer natürlich, sie haben die Flugroute aus einem bestimmten Grund geändert. Hoffentlich nicht. Egal, schönen Aufenthalt und entschuldige die Störung. Bitte, kann ich mit dem auch noch quatschen? Wunsch, Ihnen den Tag verschönert zu haben. Sollte ich dabei oder mit ihm? Schiffswartungstechniker. Sollen wir was reparieren? Zeig mal, was du für Schiffe machst. Du findest sicher was, was dir gefällt. Sunsail? Sieht auch nicht schlecht aus. Warhammer? Wird mir... Sieht auch nicht schlecht aus. Raptor? Ja, würde ich jetzt nicht nehmen wollen. Also zumindest nicht für mich. So, Abyss Tracker, was?
Was ist denn das denn für ein Schiff? Das ist ja ein komisches Schiff. Crewmitglieder 6. Okay. Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Okay, kein Problem. Ach, ich kann hier 7 Crewmitglieder haben. Okay, hier nur 5. Hier nur 1. Müsste eigentlich den hier umbauen. Aber ich lasse den mal. So, Sarah. Als wir gelandet sind, habe ich eine Nachricht von Aja erhalten. Sie will uns in dem Park mit Meerblick treffen. Bevor wir zur Zeremonie gehen, musst du mir in die Augen schauen und versprechen, dass du das wirklich willst. Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen, Sarah. Ich kann mir mein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Ich glaube, du und ich waren schon immer füreinander bestimmt. Warum fragst du mich das? Na komm, das ist ja. Das wie am... Ich sehe an deinem Blick, dass du es wirklich ernst meinst. Ich liebe dich und bin für immer dankbar, jemanden wie dich in meinem Leben zu haben. Und jetzt komm. Aja wartet auf uns. Aber zuerst sollten wir meiner Mutter etwas sagen. Sprich mit Abigail. Wer ist jetzt Abigail? Also, Abigail Morgan? Also, ist das die Mutter? Oder... Was ist jetzt aber mit meinen Eltern? Warum kommen die nicht vorbei? Ich bin jederzeit für dich da. Ich hoffe, du genießt deinen Aufenthalt. Ja, alles gut. Keine größeren Vorfälle mehr. Hoffe, das bleibt so. Hallo. Selber hallo. Ah, da. So, da, das ist also jetzt die Mutter von Sarah. Und wer ist das? Ich freue mich also für dich. Und Abigail. Abigail Morgan, okay. Es war wirklich nett, dass du bei den Einladungen zur Hochzeit meiner Tochter an mich gedacht hast. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Mom. Ich hätte nur gerne etwas früher Bescheid gewusst. Oder Zeit gehabt, deine bessere Hälfte kennenzulernen. Ich kenne ja kaum seinen Namen. Ich bin Maxeus. Freut mich, dich kennenzulernen. Maxeus, Sarah hat mir viel von dir erzählt. Maxeus, jetzt kennst du ihn. Vielleicht kannst du deine Tochter an ihrem Hochzeitstag etwas mehr unterstützen? Komm, ich mach's so. Ja, freut mich auch. Wäre meine Tochter früher auf die Idee gekommen, uns vorzustellen, hätten wir uns vor dem großen Tag besser kennenlernen können. Wir können uns später sicher noch ausführlich unterhalten. Nach der Zeremonie. Ja, da denke ich auch. Es tut mir jedenfalls leid, Mom. Ich weiß, wie das auf dich wirkt. Es war alles sehr spontan. Wir wollten keine Zeit mehr vergeuden. Wir wollten die Zeremonie klein halten und nur die dabei haben, die mir am wichtigsten sind. Sarah, Liebes. Du weißt hoffentlich, dass ich mich unglaublich freue, dabei zu sein, wenn du endlich heiratest. Ich habe lange darauf gewartet und würde es nie verpassen. Danke, dass du gekommen bist, Mom. Wir reden nachher ausführlicher. Aber lassen wir die arme Aja nicht warten. Ja, die ist so gleich genehm. Wenn wir gekommen sind, fangen wir an. Kann es sein, dass Sarah größer ist als ich? Einen Moment. Die Gäste sollen erst Platz nehmen. Die Gäste sind doch alle da. Wir wollten jetzt nicht so viele. Hallo? Es ist schön, dich zu sehen, Sarah. Gleichfalls, Aja. Das hier ist diese Person, von der ich dir erzählt habe. Ich habe viel über dich gehört.
Nur Gutes. Du bist ein netter Fang. Wir sind 10 Sekunden hier und du bringst alle in Verlegenheit. Bevor wir fortfahren, möchte ich sicher sein, dass du für Sarah auch richtig bist. Sie ist etwas Besonderes. Wir sind füreinander geschaffen. Sie ist nicht nur etwas Besonderes, sie ist einzigartig. Ich weiß, dass sie Besseres verdient hat, aber sie muss sich wohl mit mir begnügen. Komm, ein bisschen so. Ich glaube, ich kann meine Ansprüche für dich senken. Ihr beide seid vielleicht ein Paar. Tja, ich habe genug gesehen. Ich kann einen Menschen auf den ersten Blick durchschauen. Und du wirst Sarah sehr glücklich machen. Aus deinem Munde bedeutet das viel, Aja. Natürlich, Sarah. Du weißt, ich passe auf dich auf. Also, kann die Zeremonie dann beginnen? Ja, komm, ziehen wir durch. Gut. Wenn alle bereit sind, fange ich an. Es ist Jahre her, dass ich zuletzt mit Sarah Morgan gesprochen habe. Aber auch wenn wir uns augenscheinlich auseinandergelebt haben, ist es, als stünden wir uns näher denn je. Als ich die Nachricht erhielt, dass Sarah heiraten möchte und ich die Trauung vollziehen möge, war ich überwältigt vor Freude. Nicht nur, dass sie unsere Freundschaft wieder aufleben lassen wollte, sondern auch, dass sie mich zum glücklichsten Moment ihres Lebens einlud. Ich kann mir keine größere Ehre vorstellen. Dafür danke ich dir, Sarah. Ich hätte es nicht anders gewollt, Aja. Bevor ihr eure Gelübde vortragt, möchte ich euch beide daran erinnern, dass euch heute die Liebe zusammengeführt hat. Sie bildet das Fundament für ein Gebilde aus Vertrauen, der Bekenntnis zueinander und Treue. Dieses Gebilde kann unerschütterlich sein, wenn ihr beide einander bedingungslos, voller Treue, Hingabe und Akzeptanz liebt. Und vor allem, wenn ihr zulasst, dass auch ihr geliebt werdet. Denkt daran, dass es keinen bedeutenderen Bund gibt als den, den ihr heute eingeht. Ihr solltet diesen Augenblick auskosten und ihn fest in eure Herzen schließen, auf dass er euch immer an eure Liebe erinnert. Wenn ihr beide bereit seid, euch an diese Worte zu halten, hol mal bitte kann ich Luft. Euch versichern, dass euer gemeinsames Leben voller Freude und Glück sein wird. Das war wunderschön, Aja. Danke. Musst du dich kurz sammeln, Sarah? Nein. Nein, schon gut. Aber bevor du fortfährst, möchte ich etwas sagen. Vor diesem Wasserfall in New Atlantis hast du mir gesagt, dass ich jemanden verdiene, der meine Gefühle versteht. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich den Rest meines Lebens mit dir verbringen will. Deine Liebe bedeutet mir die Welt und ich schwöre, sie zu erwidern. Frei, bedingungslos und ohne zu zögern. Dies schwöre ich feierlich, von ganzem Herzen, aus den Tiefen meiner Seele und in alle Ewigkeit. Und du? Möchtest du Sarah auch gerne etwas sagen? Ich verspreche dich zu lieben, zu schätzen und zu respektieren, für immer. Deine Worte bedeuten mir die Welt. Ich werde alles geben, um deinen Erwartungen gerecht zu werden. Ich möchte jeden Aspekt meines Lebens mit dir teilen, damit unser Traum von einer gemeinsamen Zukunft wahr wird. Das, was wir sagen, ist kurz und knapp. Die anderen erzählen hier ganze Romane gerade, wirklich. Ja, komm, ich weiß auch nicht, was ich da sagen soll. Ich glaube, ich bin auch nicht so der Mensch für sowas. So, für Hochzeiten, ich bin da echt nicht der Mensch für, aber okay. Nimm dir Zeit. Ich warte gern. Komm, ich mach das hier. Das wirst du auch.
Du bist der schönste, einfühlsamste Mensch, den ich kenne. Ich bin so glücklich, dich zu haben. Ich werde immer bei dir sein, um dich zu trösten oder mit dir zu lachen, wenn du glücklich bist. Welche Hürden uns das Leben auch in den Weg stellen mag. Wir werden sie gemeinsam überwinden. Wird er das hier nehmen? Ich werde dich beim Wort nehmen. Dein Geschenk, Sarah? Ich wollte dir das hier als Zeichen unserer Liebe schenken. Ich gebe dir dies als Symbol dafür, dass ich mit der Vergangenheit gebrochen habe. Ohne deine Hilfe wäre mir das nie gelungen. Und dafür bin ich dir für immer dankbar. Mit diesen Liebesschwüren und Gelübden erkläre ich euch hiermit Kraft meines Amtes, das mir von der Constellation verliehen wurde, voller Freude zu Lebensgefährten. Herzlichen Glückwunsch! Aja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das war unglaublich. Ohne dich wäre diese Zeremonie unmöglich gewesen. Es freut mich, dass es dir gut geht, Sarah. Es tut mir nur leid, dass wir uns nicht früher kontaktiert haben. Danke für alles, Aja. Ich passe gut auf sie auf, Aja, versprochen. Kann ich mir irgendwie für all deine Mühen rüberschicken? Na komm, ich passe gut auf sie auf. Das will ich hoffen. Sonst muss ich meinen Ruhestand beenden und dich jagen. Tja, ihr beide seid willkommen, so lange zu bleiben, wie ihr wollt. Sarah, deine Mutter wird ein paar Wochen bei mir bleiben. Wir haben tatsächlich mehr gemeinsam, als ich erwartet hätte. So, nun heißt es wohl Abschied nehmen. Ich wünsche euch Glück und Gesundheit in eurem gemeinsamen Leben. Ich werde das nie vergessen, Aja. Danke. Keine Sorge, ich weiß, wie neue Schwiegereltern sein können. Was stand da jetzt? Sprich Hallo, mit Sarah. Sonnenschein. Wie geht es dir mit unserer Ehe? Dich zu heiraten war die beste Entscheidung meines gesamten Lebens. Bitte verzeih mir, aber unsere Ehe funktioniert nicht mehr jetzt schon. Diese Worte bedeuten mir alles, Sarah. Wenn du dann bei mir bleibst, wiederhole ich sie gern jederzeit wieder. So, was stand da jetzt aber noch durch den Abschluss von Bindung? Kann ich das irgendwo nochmal nachschlagen? Oder warte, ich beendet. Aktivität, Mission, ne. Ich wünschte, das wäre irgendwie... Ne, ich hätte jetzt echt gewünscht gehabt, das wäre ein bisschen länger da aufgeschlagen. Hier gibt es nur schöne Tage. Aber muss ich beim... Glaube, du hast einen der schönsten. Jo, danke schön. Ich bin aber wirklich nicht der Hochzeitsmensch. Ich will mal gucken, sind vielleicht meine Eltern jetzt hier? Ich wünschte, ich hätte länger gebucht. Wunderschöner Tag, Hätte jetzt sein können, dass meine Eltern hier irgendwo sind. Prellung geheilt, nice. Ich bin zwar kein Strandmensch, aber da alle von diesem Ort schwärmen, musste ich mir... So, okay, wir müssen aber auch mal weitermachen, aber wir haben ja den ECS, den wir suchen müssen. Jetzt gerade als West. In unserem viel zu großen Raumschiff. So, direkt im Cockpit. Obwohl, warte mal, ich habe hier ja... Ich habe hier ja was bekommen, hier Geschenk von Sarah irgendwo. Wo ist denn das?
wo ist denn das jetzt wirklich? Sarahs Verlobungsgeschenk. Wert 1540. Warte. Ich glaube, da unten soll Sarah morgen stehen. Okay. Ich wollte es zumindest mal gesehen haben, was sie mir geschenkt hat. Auf und davon. Bremsraketen aktiv. Orbit stabil. So, okay. Wo muss ich hin? Für die Position der ECS Constant. Ist der... Kann ich das sehen? Gut, dann machen wir lieber mal eine andere Quest, weil wenn ich keine Ahnung habe, wo das ist. Komm, wir machen das mal. Wir machen mal die Hauptquest weiter. Und zur Stern-Dings da. Zur Sternstation einmal hin. Ja, diesmal machen wir direkt in die Loge. Da haben wir die Frontier. Nice. So, verwende Ausgabe links, um Außenpostenbilder mit den Ressourcen zu versorgen, die sie zur Produktion benötigen. So, wir müssten aber auch mal zur einen unserer Basen gehen. Würde ich mal sagen. Schon hier sind, sollten wir mit Matteo oder Noel sprechen. Okay, wenn wir hier sind. Dann lass mal mit denen reden. Wir haben uns. Ich fühle mich hier vom ersten Tag an wie zu Hause. Diese Leute sind meine Familie. Ich hoffe, dir geht es auch so. Hast du irgendeine Meinung zu den Sternbietern? Du meinst zur vielleicht größten Entdeckung in der Geschichte der Menschheit? Aber hallo! Die Scans sind noch nicht aussagekräftig, aber eines können wir wohl schon sagen. Wir haben es mit etwas noch ungewöhnlicherem als den Artefakten zu tun. Es gibt so viele Fragen, die über das bloße Wer sind Sie hinausgehen. Wie haben Sie dich gefunden? Woher wissen Sie von den Artefakten? Warum wurden Sie noch nie gesehen? Keine Sorge, wir kriegen schon irgendwann Antworten. Tja, es wird nie langweilig. Es ist okay, Sie Sorgen zu machen. Ja. Irgendwann Antworten kriegen wir auf jeden Fall. Sie haben dich unverhohlen bedroht, richtig? Das macht mir durchaus Sorge. Es war eine andere Sache, als es nur um die Artefakte ging, um ein merkwürdiges Phänomen ohne gruselige Drohungen oder Fragen nach Aliens oder was um Himmels Willen hier auch los sein mag. Ich weiß, irgendwann wissen wir alles. Es ist nur gerade etwas viel.
Okay. Pass auf dich auf, okay? So, wo haben wir Matteo? Jede Wette, für die müssen wir auch noch Quests machen. Du bist nicht Matteo. Ich würde gerne mit dir über etwas reden, wenn du mal Zeit hast. Sprich mit Walter. Was ist jetzt mit dieser Rede von Sebastian Banks? Ich habe befürchtet, dass du darauf zurückkommen würdest. Na gut, mal sehen, ob ich mich jetzt blamiere. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wage mich wieder in die Dunkelheit des Alls hinaus. Viele von euch sind besorgt. In meinem Alter, sagt ihr, sei das Risiko zu hoch. Sebastian hat sich eine Pause verdient. Das ist Unsinn, sage ich. Mich ins Unbekannte hinauszuwagen, vielleicht sogar ohne Aussicht auf Rückkehr, der Menschheit Hoffnung zu schenken, dass sie dort draußen Antworten finden wird, das ist alles, was ich je wollte. Sollte ich in dieser Expedition mein Ende finden, dann kann ich sagen, dass ich Glück hatte. Ich hatte das Glück, von den unterschiedlichsten Menschen umgeben zu sein, die aber alle ein gemeinsames Ziel haben. Das Glück, dass meine Seele ein Zuhause hat, zu dem sie jederzeit zurückkehren kann. Und das war das Letzte, was Sebastian Banks vor seinem Verschwinden in der Loge gesagt hat. Und seit diesem Tag wartet die Constellation auf seine Rückkehr. Okay, ich wollte mal fragen, ob du noch mehr Arbeit für mich hast? Ich war wirklich sehr beeindruckt von deiner Arbeit in Neon. War kein großes Problem. Langsam glaube ich, du kommst mit allem klar. Die Theorie würde ich gerne auf die Probe stellen. Meine Sternenwerft hat ein paar Probleme, das nächste Projekt in Gang zu bringen. Ich brauche jemanden mit Kompetenz und Entschlossenheit, der das in die Hand nimmt. Interesse? Was es auch ist, ich bin dabei, komm. Toll, wie begeisterungsfähig du bist. Ich weiß schon, warum ich dich ausgesucht habe. Es ist ein neues Schiff. Wir wollen unsere Flotte diversifizieren. Mein extrem gut bezahltes Designer-Team kommt einfach nicht über die F&E-Phase hinaus. Keine Ahnung warum. Ist mir auch egal. Ich will nur, dass jemand, also du, ihnen zeigt, wie man das macht. Du kannst auch mit zählen, komm. Sehr gut. Ich gebe der Projektleiterin Jules Degante Bescheid, dass du die Führung übernimmst. Das ganze Team wird dir unterstellt und muss auf dich hören. Ich erwarte Großes von dir und bin schon sehr gespannt, was du lieferst. Ich bin überzeugt, dass du mich nicht enttäuschst. Ja, okay, da machen wir uns auch noch auf den Weg. Aber komm, jetzt quatschen wir mal mit, Vladimir. Aus dem Ruhestand gekommen zu sein. Die Constellation hält mich durch Rechtschaffenheit jung. Ihr seid da draußen ganz schön durchgeschüttelt worden. Mit diesen Sternenblütern ist nicht zu spaßen. Bereit zum Aufbruch? Das Auge sieht zwar die Artefakte, aber leider nicht unsere neuen Konkurrenten. Ich bin bereit. Gib mir alles, was du zu den Artefakten hast. Ich bin noch nicht so weit. Wie viele Artefakte gibt es wohl da draußen? Wer weiß schon, wie viele es sind. Aber die Suche wird schwerer. Langsam gerät die Sehkraft des Auges an seine Grenzen. Es sind Reparaturen, Optimierungen und neue Teile nötig. Okay, ich bin bereit. Gib mir alles, was du zu Wohin du auch fliegst, geh immer auf Nummer sicher, okay? Die Erkundung des Weltalls ist auch ohne mörderische Konkurrenz gefährlich genug. Nach Tau Ceti! Und nach Besset muss ich wieder zurück, okay. Sarah? Hast du noch nicht genug von mir? Bis bald, Liebling. Noch habe ich nicht genug. Keine Sorge. Okay, also nochmal zwei neue Quests.
kann das sein, dass wir vielleicht einmal... Tau Ceti ist ja hier, nicht weit. Wo war Tau Ceti nochmal? Ich glaube hier, oder? Nee. Ah, hier. Hier haben wir Tau Ceti. Und hier haben wir Bessel. Waren wir bei beiden schon? Ich habe so das Gefühl, das sind eigentlich Doppelsternsysteme. Kann das sein? So, wo zwei Namen dran sind. Ist Alpha Centauri nicht auch ein Doppelsternsystem? Kurs festlegen. Ach komm, machen wir so. Einmal so als Schnellreise. Ich will es einmal wissen. So. Und landen. Mal gucken, wie das jetzt hier endet. Achtung, Bodenkontakt. So, und direkt verlassen. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was wir... hallo, hier jetzt Captain. Für ein Artwerk. Ja. Hi. Und da müssen wir hin, okay. Was? Was war das? Minus 172 Grad. Extreme Kälte, okay. Ich bin aber auch in Real Life, muss ich sagen, bin ich eigentlich neugierig, wie die Temperaturen da im Weltall jetzt wirklich sind. So klar, man kann das schon einschätzen, wie warm oder wie kalt das ist, aber auf einer exakten Gradzahl weiß ich nicht, ob das möglich ist. Oh, Stunde pennen wir auf jeden Fall. Irgendwann sollten wir im Bett auch einfach mal schlafen. Du wachst mit einem Gefühl von emotionaler Sicherheit auf. Das fand ich jetzt auch interessant, aber okay. Wenigstens die Gesundheit jetzt ein bisschen voller. Oh, ne, das wird wohl nichts. Das sah schmerzhaft aus. Kommt nicht in Frage. Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. So, da sieht es aber aus, als könnte... Was haben wir denn da? 23 Erfahrungspunkte für so ein Xenoraupe, okay. Piratenfreibeuter. Hi. Achso. Okay, das sah, das war interessant. Gibt es denn noch mehr von denen? Metabolikum nehmen wir mal mit. So, wo liegt denn der her?
Da ist er. Komm, Station, nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mal mit. Brauchen wir eigentlich alles? Müssten wir nur mal benutzen. Geht's dir gut, Sarah? So, da haben wir auch nochmal Muni. Carbon Eagle. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen einmal ganz kurz rein. Und dann würde ich sagen, ab jetzt machen wir, beziehungsweise den Rest machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.